Die Adegesallee in Frankfurt ist nicht nur ein Verkehrsknoten für PKWs, auch andere Verkehrsteilnehmer tummeln sich hier zuhauf, wenn auch etwas unauffälliger. Und das kann ihnen leicht zum Verhängnis werden. Darauf wollen auch die Frankfurter Verkehrssicherheitswochen aufmerksam machen. Öffentlichkeitswirksame Aktionen wie diese Kontrollen sollen Präventionsarbeit leisten. Damit das Fahren mit dem Drahtesel in Zukunft noch sicherer wird, sollten die Gefahrenquellen erkannt und so gebannt werden. Die beiden häufigsten Ursachen sind zum einen natürlich falsch abbiegende Autos. Das ist der Anteil, wo die Autofahrer besonders sich am Riemen reißen müssen, besonders aufpassen müssen. Und der andere Punkt, den haben aber Radfahrer selber in der Hand. Nämlich die vielen Radfahrerinnen und Radfahrer, die auf der falschen Seite fahren. Den Augen der Polizisten entgeht nichts. Und tatsächlich, einer nach dem anderen wird angehalten. Sie alle haben den gleichen Fehler gemacht, sie sind in die falsche Fahrtrichtung gefahren. Und das kann gefährlich werden, denn sie würden beim Abbiegen von Autofahrern oft nicht richtig wahrgenommen. 2012 war dies bei jedem vierten Unfall von Radfahrern der Fall. Umso wichtiger, dass die Kontrolleure aufmerksam machen. Ich finde es richtig gut, weil, wie gesagt, wenn sowas öfters passieren würde, denke ich mal, würden sich auch mehr Leute wie ich sich damit auseinandersetzen und auch umsetzen. Gegenüber dem Verkehrsbericht des vergangenen Jahres sind die Unfallzahlen derzeit rückläufig. Frankfurts Verkehrsdezernent Stefan Meyer führt dies auch auf die jährlichen Verkehrssicherheitswochen zurück. Ich sage mal nur ein Beispiel. Zum Beispiel trotz eines mittlerweile mehr als verdoppelten Anteils des Radverkehrs haben wir im vergangenen Jahr eine Senkung der Radfahrunfälle um 4% gehabt. Dies ist für uns ein wirklicher Ansporn, noch mehr in diesem Bereich zu machen. Die Sicherheitsaktion für Radfahrer wird bereits im zweiten Jahr durchgeführt. Kontrolliert wird 14 Tage lang vor allem an Punkten, an denen es bereits häufig zu Unfällen gekommen ist, wie der Hanauer Landstraße, der Theodor-Heuss-Allee oder eben der Adeges-Allee.